Es ist White History Month und damit endlich Zeit, all die tollen Sachen zu zelebrieren, die wir Weißen so erreicht haben. Wie zum Beispiel die vielen tollen Arten, andere Leben vorzeitig zu beenden. Und damit hallo Kriegsverbrechen-Freunde. Hier ist wieder euer Obersturm-Loser und Alkohol-Enthusiast Theo. Und lasst doch bitte ein Abo da. Wir sind fast bei 2000. Das klingt heutzutage nach nicht viel, aber hier ist ein Bild von 2000 Leuten. 2000 Leuten in Autos. 2000 Leute tot und eingeäschert. Apropos einäschern. Der Erste Weltkrieg. Wie wäre es, wenn ein moderner Mann plötzlich dort überleben müsste? Diese Frage beantwortet Saga of Tanya. Das und wie es ist, plötzlich ein kleines Mädchen zu sein. I heard you's a pedophile, nigga. I heard you like little boys and girls, nigga. Es ist quasi Onimai. I'm now your sister. Aber statt er hat kalten Jarak, was macht er jetzt? Ist es jetzt? Überlebe die vorderste Front. Und mir gefällt auch der Antagonist dieses Mal. Gott persönlich. Ich weiß, der komplette Premise klingt jetzt so, als wäre das an pädophile Erste Weltkriegs-Enthusiasten gerichtet, die World of Tanks spielen und Kriegsgeheimnisse auf Discord-Servern veröffentlichen. Aber ich kann tatsächlich bestätigen, dass der Anime ziemlich interessant ist. Der Anime ist quasi wie so ein Autounfall. Du kannst nicht anders als hingucken und mitfiebern. Ob die schwangere Frau es schafft, ihren Säugling aus dem Kindersitz zu befreien, bevor das Auto explodiert. Ich würde ihr ja helfen, aber dann sind meine Fingerabdrücke am Tatort und dann würden die den Autounfall mir in die Schuhe schieben, weil ich ja Videospiele spiele und deswegen ganz klar gewalttätig bin. Auf jeden Fall ist der Protagonist ein skrupelloser Vorgesetzter, der jemanden rauswirft, der ihn dann vor den Zug schubst. Was der Anime als gerechtfertigt darstellt? Warte nur, bis der Autor Lockheed Martin kennenlernt oder BlackRock oder eine beliebige Firma in Südostasien. Der Autor würde das nicht verstehen. Jeder gebildete Businessman weiß, dass Freiheit ein Luxus ist, den man sich verdienen muss, indem man nicht außerhalb der westlichen Welt geboren wird. Der Hauptcharakter wacht dann in dieser fröhlich fremden Welt auf, die ganz klar auf unserer Welt von früher basiert. A 2008 Toyota Corolla. Aber es gibt halt Magie. Der Anime fängt tatsächlich auch nicht mit der Backstory an, sondern mit einer Kampfszene. Womit ich persönlich diesmal kein Problem habe, weil die Kämpfe in dem Anime ziemlich feier sind. Kriegsverbrechen sahen noch nie so gut aus. Tanya landet in der Armee, weil sie sonst keine andere Option hat. Sie hat in einem Waisenheim gestartet. Ihr wisst schon, das ist diese Zeit in der Menschheit, wo du mit 25 entweder ein Businessbesitzer warst oder tot. Irgendwer muss halt die ganze Kohle abbauen. Also Tanyas Plan ist jetzt, einfach ein Offizier zu werden und einen Job in den hintersten Reihen zu bekommen, weil sie persönlich Krieg sinnlos findet, weil Krieg unproduktiv ist. Was übrigens falsch ist, Kapitalismus liebt den Krieg über alles. Was meint ihr, wie die Great Depression aufgehört hat? Aber das ist quasi die Story. Tanya versucht irgendwie Offizier zu werden, indem sie die Genfer Konvention in einen Genfer Vorschlag verwandelt. Und der Antagonist Gott ist dabei so: Nein? Was das? Wie wär's mit einer lustigen Gebetsrunde? Heilige Scheiße! Tanya sagt auch, dass das Imperium nicht unbedingt verlieren muss, nur weil es auf Deutschland basiert. Also, das würde zumindest dafür sorgen, dass ein österreichischer Maler mit lustigem Schnauzbart nicht an die Macht kommt. Ich dare den Autor trotzdem, dass er ein Sequel im Zweiten Weltkrieg macht. Leute, Leute, das sind keine 6 Millionen Juden, sondern Huden, genau. Mit H, weil alternative Dimension und so, ne? Kommt schon. Ich kaufe ihm das auf jeden Fall ab. Ob es das Gericht abkauft, das ihn für Volksverhetzung anklagt, weiß ich jetzt nicht. Also das Ziel von diesem antagonistischen Gott ist quasi, dass Tanya anfängt wirklich an Gott zu glauben. Und Tanya spürt auch, wie wichtig Glauben ist in ihrer ersten Mission, indem sie zum Selbstmordbomber wird. Jetzt hab ich dich. Das ist wirklich ein Start einer tollen Leidenschaft. Man könnte quasi sagen, dass es Tanyas Spezialität ist.
Das Explodieren meine ich. Bis Gott eines Tages Tanya die Fähigkeit gibt, ihre Feinde wegzubeten. Ich mache da jetzt wirklich keinen Scherz oder so. Die kriegt durch das Beten quasi irgendwie einen Damage-Buff oder so. Ich werde ab sofort auch, bevor ich meine Opfer zerhacke, ein kurzes Gebet sprechen, um meine Axt mit Schärfe 4 im echten Leben zu verzaubern. Es ist echt irgendwie lustig, dabei zuzusehen, wie Tanya betet und zielt und Gott ist dabei quasi so: Lobe die Kraft des Herrn des Allmächtigen und danke ihm für seinen Segen. Die Familienväter da vorne? Okay. That's 'cause Jesus Christ is my nigga. In dieser Folge geht Tanya so auf eine Akademie und sagt einem besorgten Vater, der keine Kinder in den Krieg schicken will, dass er sich selber ficken gehen soll und zitiert Hitler. Scheiße. Man kann Menschen so leicht manipulieren, wenn sie psychisch angeschlagen sind. Der Faschist, der das rausgefunden hat, war ein dämonisches Genie. I am Adolf Hitler! Ich würde es tatsächlich feiern, wenn die in der deutschen Synchro ihr einfach so einen billigen Hitler-Akzent gegeben hätten. Stattdessen klingt sie aber so, als wäre sie permanent heiser. Ich darf ganz alleine zur Heldin werden! Was für eine Ehre! Ob Halskratzen, Schluckbeschwerden, Halsschmerzen oder Heiserkeit, TT Sept hat für alle Halsschmerzgesichter die passende Lösung. In dieser Folge hat sie ihre erste Mission mit ihrem neuen Bataillon. Sie soll bis zur Hauptstadt der Tschechischen Republik vordringen. Und sie muss selbstverständlich die Zivilisten nach internationalem Gesetz warnen, was sie selbstverständlich macht. Okay, wenn ihr Saga of Tanya kennt, dann von diesem Clip. Laut internationalem Gesetz sind wir verpflichtet, sie vor einem bevorstehenden Angriff zu warnen. Also aufgepasst! Die imperiale Armee wird gleich ihre militärische Einrichtung angreifen. They didn't believe in us. God did. Oh, guck mal. Was für ein liebevoller Familienvater. Ich hoffe, ihm passiert nichts Schlimmes. Geliebtes Vaterland! Ich lasse nicht zu, dass du in die Hände dieser Teufel fällst! Ich fange an, ein Pattern bei diesem Anime zu erkennen. Das absolut schrecklichste Verbrechen sind aber immer noch die CGI-Soldaten. Nein, ehrlich, im Vergleich dazu sind ein paar lustige Stadtbombardierungen nichts. Man sieht im Anime einfach auch, wie Frankreich fällt, Junge. Sorry, Junge. Paris. Aufmerksame Zuschauer bemerken jetzt, dass wir ein bisschen von der ersten Weltkriegslore abgekommen sind. Aber ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass niemand die Franzosen in irgendwas gewinnen sehen will. Definitiv eine gute Verbesserung zur Real-Life-Lore. Und damit willkommen in eurem Lieblingssegment, in dem wir hier auf dem Das Letzte Kanal die Zukunft von Saga of Tanya voraussagen. Also nach der Mini-Hitler-Rede in Episode 12. Oh, lieber Gott! Ich werde dich in Stücke schneiden und an die Schweine verfüttern, hörst du? Auf unserem Schlachtfeld brauchen wir keinen Gott. Es wird Zeit, dass wir Gottes Arbeit selbst übernehmen und unser eigener Herr sind. Jawohl! Allein auf uns Soldaten kommt es an und wir werden seinen Platz mit Freude übernehmen. Wissen Sie, was ich nicht ausstehen kann? Juden. Auch. Denke ich, dass Tanya als Führer gegen die Welt ankämpfen wird. Und dann kommen die United States, die Guten. TM. Verteidiger von Gerechtigkeit und Frieden, indem sie absolut alles niederbocken. Mit Gott auf ihrer Seite schlagen sie Tanya den Kopf ab und nehmen das komplette Imperium ein. Und dann gehen sie nach Afghanistan und Irak, denn die hassen auch Freiheit und Frieden. Und lass mich gar nicht erst mit den Palästinensern anfangen. Aber jetzt mal ehrlich, die Animation in dem Anime ist ziemlich gut, die Story ist auch gar nicht mal so schlecht. Und dass Tanya wirklich ihr Wissen aus unserer Welt verwendet von Ersten Weltkrieg und die nicht einfach alles in den Schoß fällt, ist erfrischend. Und extrem lustig finde ich auch, dass im Film dann der durchschnittliche Isekai-Protagonist als Feind auftaucht. Sie heißt wortwörtlich Mary Sue. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und ich habe mir noch mehr in die Hose geschissen, als sie einfach den Garlic Beam aus Dragon Ball ausgepackt hat. Definitiv sehr kreativer Anime, 8 von 10 Punkte.